Ansatz in der Ökonomie der Menschlichkeit ist ja, dass man von unten über besondere Menschen eine gewisse Dynamik erzeugen, wo wir uns ein gutes Leben schaffen. Wir sind dabei, eine Ökonomie der Menschlichkeit zu etablieren, wo eben der Mensch im Mittelpunkt ist. Und da suchen wir immer wieder Menschen, die eben außergewöhnlich agieren. Heute Birgit Berl. Wenn ich sie jetzt vorstellen würde, würde es länger dauern. Birgit, du bist viel engagiert in Unternehmen. Bist du in dem Thema Sterben drinnen, wo du Familien begleitest beziehungsweise kommunizierst auch bei der Verabschiedung? Birgit, wie würdest du dich beschreiben, so als Mensch? Welche Werte sind dir wichtig, um es vielleicht so zu sagen? Lieber Georg, also ich glaube, der allerwichtigste Wert tatsächlich für mich ist, menschlich zu sein. Du hast gerade meinen Job als Sterbebegleiterin bin ich nicht. Ich bin eine Trauerrednerin unter anderem. Aber da begleite ich tatsächlich die Hinterbliebenen. Und das Feedback, was ich da bekomme, ist einfach, Frau Berl, Sie nehmen sich immer so viel Zeit. Ja, also die Leute können das kaum glauben, dass ich mich stundenlang mit ihnen zusammensetze und mir einfach die Geschichte des Verstorbenen anhöre. Und allein das ist so ein Mehrwert für die Hinterbliebenen, dass sie einfach die Zeit und die Wertschätzung geschenkt bekommen. Und das wiederum bereichert mich aber total, weil erstens, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre wahnsinnig gern Menschen zu. Ich höre gern Geschichten. Und es ist unglaublich bereichernd auch für mich, wenn Menschen sehr alt werden, dass man hören darf, dass man eintauchen darf in deren Leben. Und das bereichert mich. Und wenn ich danach bei der Verabschiedung direkt dann das Leben dieses Menschen zusammenfassen darf und die Besonderheiten hervorheben darf, dann macht mich das einfach glücklich und auch die Hinterbliebenen. Und ich bin ganz sicher, die verstorbene Seele ist auch sehr, sehr glücklich, dass sie so verabschiedet wird. Trauerrednerin Birgit, die finde ich sehr, sehr mutig, die ist ja sehr emotional und da ist man ja sehr nah an den Menschen. Also ist das für dich so selbstverständlich, dass du so Dinge machst? Na, selbstverständlich ist es, glaube ich, nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass man da vielleicht ein gewisses Gen braucht, ja, eine Begabung braucht. Denn ich bin zwar sehr empathisch und ich höre wirklich aufmerksam zu und es hat natürlich schon Fälle gegeben, wo ich selber tiefst berührt war, vor allem wenn junge Menschen sterben müssen, aber ich schaffe das irgendwie, es nicht zu sehr an mich heranzulassen. Es war ein einziges Mal bisher, Gott sei Dank erst einmal, wo wirklich ein sehr junges Mädchen gestorben ist, wo ich wirklich mal gedacht habe, ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Habe aber dann doch die Kraft aufgebracht bei der Verabschiedung und war da mit eine irrsinnige Stütze für die Eltern. Und das hat mich wieder gestärkt. Ja. Und in allen anderen Fällen, man muss ja auch dazu sagen, die allermeisten Verabschiedungen sind ja wirklich sehr alte Menschen, Gott sei Dank, also weit über 80 oder 90. Und da ist es einfach ein Feiern des Lebens eigentlich. Ja. Egal, was diese Menschen erlebt haben, wie sie es erlebt haben, aber sie haben sehr, sehr lange gelebt. Und jeder Mensch hat was Besonderes, jeder. Und das versuche ich da einfach noch einmal hervorzuheben und den würdig zu verabschieden. Uns ist ja auch ganz wichtig, dass man zueinander findet in der Ökonomie der Menschlichkeit. Und gerade, glaube ich, wenn jemand aus dem Leben scheidet, glaube ich, ist es wichtig, dass man die Dinge geklärt hat, dass man vergeben hat. Wie siehst du das, wenn da noch so gewisse Konflikte da waren und man gesagt hat, mei, hätte ich noch den Kontakt gesucht? Hast du da irgendeinen Impuls, einen Tipp oder wie kann man einfach sagen, ja, ich hab mich gut aus dem Leben verabschiedet, auch wenn es oft einmal überraschend ist, aber so gerade diese Konflikte, die jetzt so stark da sind, wie kann man das lösen? Was wäre da gerade in so einer Trauerrede, da kommen ja die Dinge wirklich an den Punkt? Hast du da irgendeinen Impuls dazu? Du hast jetzt gerade ein sehr gutes Stichwort genannt und das ist Impuls. Ich glaube ganz einfach, also wenn Menschen zerstritten sind und sie diesen Impuls der Versöhnung, sich versöhnen zu wollen, nicht haben, dann muss man nicht hadern. Dann hat das Schicksal, davon bin ich schwerstens überzeugt, ein das für sich so vorgesehen. Außerdem
wenn der Mensch tot ist, ist ja auch nur der Körper tot. Die Seele lebt ja weiter. Auch davon bin ich zutiefst überzeugt. Und mit Seelen kann man jederzeit Kontakt aufnehmen. Man kann sich helfen lassen über Medien, das muss aber gar nicht sein. Man kann es einfach einmal probieren und man kann im inneren Dialog mit sich selber oder mit der verstorbenen Seele genauso Zwiesprache führen und man kann sich auch so entschuldigen oder um Verzeihung bitten oder dem anderen vergeben, wie auch immer die Konstellation dann ist. Aber es muss nicht, ich sage jetzt einmal, face-to-face sein. Weil für viele passt das einfach nicht. Ja? Aber das Wichtigste ist, dass man nicht mit seinem Schicksal hadert. Wenn ein Tod plötzlich passiert und man diese Chance oder diese Möglichkeit nicht gehabt hat, dann ist das so. Das hat man einfach zu akzeptieren. Aber es ist nicht verloren. Also ich bin zutiefst überzeugt, man kann jederzeit mit der Seele, auch wenn sie bereits verstorben ist, körperlich verstorben ist, Kontakt aufnehmen. Das tut auch gut, finde ich, bei mir zumindest, wenn du das so sagst, Birgit, das Thema Schuld auch wegzubringen, zu lösen. Und was ja interessant ist in der Verbindung zur Ökonomie der Menschlichkeit, wir haben ja künstliche Intelligenz, Transhumanismus, diese Dinge kommen immer stärker. Und wenn man so die Frage stellt, was ist denn die Unterscheidung zur künstlichen Intelligenz? Also Mensch, künstliche Intelligenz, wo würdest du die Unterscheidung sehen? Naja, definitiv im Menschlichsein, im Gefühle haben. Also die künstliche Intelligenz mag intelligent sein, aber sie hat keine Gefühle. Also sie kann nicht auf das vis-à-vis reagieren. Ne? Also selbst wenn ich jetzt in einem Streitgespräch wäre und ich merke, dass der andere aufgrund seiner Gestik, Mimik und so weiter, Stimme vielleicht, Stimmlage, mir signalisiert, dass er jetzt vielleicht doch bereit ist einzulenken, ja, dann kann ich darauf reagieren. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz das kann. Ja? Die kann da alles Mögliche erzählen, aber reagieren auf den Menschen kann sie bis jetzt, glaube ich, nicht. Und so wird es möglicherweise auch bleiben. Also Mensch zu Mensch ist ganz wichtig. Ich habe da vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe heute ein Interview geführt mit einer Leiterin eines Museums und da wird gerade diskutiert, ob die ihre Führungen, die von Frauen gemacht werden oder auch von den Handwerkern, die auch in diesem Freilichtmuseum arbeiten, ob das eingestellt werden soll zugunsten einer App. Und man hat schon gemerkt, wie sie das ausgesprochen hat, sie ist nicht sehr glücklich mit dieser Idee. Und ich glaube, ich habe sie dann insofern auch bestärkt, dass ich gesagt habe, also das Wichtigste ist ja wohl der zwischenmenschliche Kontakt. Und wenn man die Möglichkeit hat und die Ressourcen hat, Menschen, also in dem Fall Frauen, weiterhin als Führerinnen zu beschäftigen, na, dann bitte unbedingt. Die App kann ja eine Ergänzung sein, aber sie soll bitte niemals den Menschen ersetzen. Das ist auch unser Ansinnen, dass der Mensch in der Wirtschaft essentiell ist, dass diese Begegnungsräume braucht, dass die Ladengeschäfte, Gastronomie, Bauernschaft, also das sind alles, es ist ein riesiges Fundament und gerade dieser seelisch-geistige Bereich, der so wichtig ist, das ist einfach unsere Ausdrucksweise und diese physische Begegnung kann man einfach nicht ersetzen, auch wenn es von der virtuellen Welt so dargestellt wird und viele Vorteile vermittelt werden. Wir sind soziale Wesen und die Berührung, die reale, die brauchst du. Du bist ja sehr viel in der Moderation mit Unternehmen und wir wollen die Unternehmen motivieren, sich in ihrer Menschlichkeit zu zeigen, was gar nicht so einfach ist. Weil wenn man jetzt sagt, man montiert diese Logotafel oder zeigt sie mit dieser Logotafel und intern eben über die Ermittlung des Freudestatus im Unternehmen, dann kommt von Unternehmen schon oft das Thema, naja, bin ich jetzt menschlich genug, traue ich mich zu zeigen. Also sehr viele Glaubenssätze wirken da hinein und uns wäre wichtig, gemeinsam große Kraft zu schaffen, wo man gemeinsam erkennbar wird und in die Gesellschaft wirkt. Wie nimmst denn du das wahr in deinen Moderationen? In Unternehmen? Ja, also tatsächlich kenne ich schon sehr, sehr viele Unternehmen, die durchaus das Zeug hätten, die Logotafel Ökonomie der Menschlichkeit zu tragen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum sich so wenig es trauen. Warum sie so verhalten sind und nicht nach außen gehen wollen mit den all den guten Dingen, die sie bereits tun. Also ich glaube, da muss man ein bisschen ansetzen, dass man sie davon überzeugt. Es ist das Allerwichtigste, dass man es natürlich lebt, in der Firma lebt,
Aber mit einem weiteren Schritt wäre es natürlich großartig, wenn man es auch nach außen zeigt. Und das geht mit diesen Logotafeln ausgezeichnet. Denn überall, wo man jetzt vorbeikommt und schon die mal wo gesehen hat und dann sich denkt, aha, schau mal, der Betrieb gehört auch dazu und der Betrieb gehört auch dazu. Ich glaube, das könnte mal so ein, oder müsste so ein Schneeballeffekt ganz einfach werden. Und man muss sich einfach, ja, man darf nicht zu bescheiden sein. Also man soll durchaus zeigen, wenn man bereits richtig und gut unterwegs ist. Genau, ist eine Entscheidung für den Weg. Wir sind ja dabei, in der Ökonomie der Menschlichkeit eine zweite Bilanz zu schaffen, also die wirtschaftliche Bilanz und die menschliche Bilanz. Und da ist tatsächlich, Birgit, so, dass viele sagen, ja, was sagen die Gäste, die Kunden, die Lieferanten, Mitarbeiter? Man ist natürlich in einer tieferen Kommunikation, aber das ist genauso die Chance, glaube ich, dass man sagt, ja, bewegen wir uns in dem Sinn gemeinsam. Für uns auch ein bisschen unverständlich, auch beim Freudestatus, wo doch oft einmal Unternehmer sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie schaut das dann aus, aber es ist ein internes Parameter, das einfach nur eine Richtschnur ist und wo man dann sagen kann, okay, schauen wir, dass wir gewisse Bereiche optimieren. Es ist irgendwo eine gewisse Erniedrigung, die wir da in dem Sinne sehen, wo wir sagen, ja, nicht auffallen, irgendwie, also unerklärlich zum Teil, weil ja eben die gute, tolle Arbeit, egal von welchem Unternehmen, die gehört ja gewürdigt und das darf der Kunde wissen, darf in die Gesellschaft gehen und wenn wir immer die Wiederholung schaffen und immer wieder, wie du sagst, die Logotafel sichtbar wird, dann wird es eine gemeinsame Marke und auch Unterscheidung zu jenen Unternehmen, die nur auf Ertragsoptimierung arbeiten, wo der Mensch überhaupt nicht wichtig ist. Und das wäre eben dann die, genau der zweite Teil und das ist so die beherzte Wirtschaft, die so essentiell ist auch für den ländlichen Raum bei uns. Ich finde auch der zweite Teil, also der Freudestatus, den finde ich auch so ganz enorm wichtig, ja, weil wenn ich als Unternehmer weiß, wie geht's denn meinen Mitarbeitern überhaupt, ja, dann kann ich ja auch noch einmal ganz anders reagieren und vor allem auch agieren. Also auch das ist etwas, was unbedingt in die Breite gehört, dass man einfach dieses Tool nutzt. Man muss nichts erfinden. Sondern es ist einfach da und es einfach ausprobiert und dann einfach einmal schaut, wo stehe ich heute und wo stehe ich vielleicht in 2, 3, 4 Monaten. Ja. Genau, die Evaluierung. Und ich habe mir jetzt gerade, das war nicht gedacht oder geplant, unseren Freudestatus, den haben wir im Team auch gemacht. Und das baut ja auf 3 Ebenen auf. Das soziale Klima, das Engagement und eben die Sinnerfüllung, die Grundlebensfreude. Und interessant ist beim Engagement in der Mittelteil, da sind wir auch nur im mittleren Bereich. Und da geht es um Sinnerfüllung, Beitrag zur besseren Welt. Und das hat in unserer und meiner Interpretation damit zu tun, dass wir sehr aktiv sind, sehr viel tun, aber dass das Wachstum noch sehr überschaubar ist. Und das wirkt sich im Team aus, dass man sagt, dort eine Veranstaltung, da. Aber dann richtig in die Handlung, ins Tun zu kommen und den Schritt zu setzen, das ist noch optimierbar. Und da haben wir auch ganz, ganz klar gesehen, aha, das ist die Spiegelung und ich bin mir sicher, dass da in einem halben Jahr, wenn wir jetzt breiter werden, Fokus Hotellerie, wo wir jetzt drinnen sind, das sicherlich dann besser ausschauen wird. Also eine schöne Reflexion, eine Rückmeldung an uns, was das Thema ist. Ja. Und dann bist ja du gleich einmal mit deinem Unternehmen das allerbeste Beispiel, weil es kann ja auch umgekehrt sein, dass man sozusagen jetzt nicht zu schüchtern ist, um es nach außen zu tragen, sondern dass man vielleicht auch umgekehrt glaubt, na, es ist eh alles super. Und dann kommt man aber vielleicht mit Hilfe dieses Freudestatus drauf, na hoppala, na so super ist vielleicht doch nicht. Ja? Wo kann ich ansetzen? Wo gibt es noch Anknüpfungspunkte, dass meinen Mitarbeitern einfach noch besser geht und dass sie noch engagierter mit dabei sind? Ja? Weil nur der engagierte Mitarbeiter macht mein Unternehmen erfolgreich. Ihr Chef kann noch so toll sein und gute Ideen haben und engagiert sein. Was nutzt es mir, wenn ich die Mitarbeiter nicht mitreißen kann? Ne? Ist definitiv so. Wenn die Mitarbeiter motiviert sind, wenn die in der Kraft sind, wenn die gewürdigt werden, dann wirkt es hin zum Gast und das ist der Punkt. Und wir sehen da auch, Birgit, das Mitarbeiterthema, das jetzt so enorm ist, diese Unternehmen haben viel weniger Herausforderungen. Auch in der Hotellerie, wir haben jetzt einen Impuls mit Gerald Hütter, mit dem Gehirnforscher, Biologen, wo es eben genau um diese Menschlichkeit geht und wo wir eben 3 Unternehmer haben, die reflektieren, Bäckerei Geier, Hotel und eben ein Bauer, ein Thema der Bauer.
Und die sind drinnen und ich glaube, was so wichtig ist, und das ist auch mein Wunsch, dass man sich viel mehr in seiner Natürlichkeit als Mensch zeigt, dass man Fehler machen darf, dass man auch schwach sein darf und all diese Dinge. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wo man irgendwo so Prägungen drinnen hat, ich muss immer funktionieren und alles muss immer gut sein und stark sein und gerade eben bei den Männern keine Gefühle zeigen und all diese Dinge. Ist das ein Auslaufmodell? Hat sich das erschöpft? Dürfen wir uns da jetzt mehr dem Leben öffnen? Na, hoffentlich ist das ein Auslaufmodell. Ganz ehrlich, also je emotionaler, je menschlicher, umso besser ist es. Ne? Und da glaube ich schon, dass die neue Generation, die jetzt jungen 15, 20, 25-Jährigen da eh schon auf einem ganz anderen Weg sind. Ja? Weil der berühmte Satz, den viele Männer gehört haben, Indianer kennt keinen Schmerz, das haben viele Männer einfach verinnerlicht, ja, und sie wollen einfach keine Schwäche zeigen, weil sie glauben, dass sie es nicht dürfen. Aber je mehr sie Schwäche zeigen, umso menschlicher werden sie und umso menschlicher werden sie auch wahrgenommen. Und dann verzeiht man ihnen auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Genau. Und was wir da auch sehen, Birgit, ist, wir können uns da unterstützen. Wir haben sowas wie einen Freudeabend der Mitglieder. Das tut extrem gut, wenn Menschen einem berichten, wie geht's mir? Und dass man dann sagt, nicht immer funktioniert alles. Und ich habe genauso Ängste und beschreibt diese. Und wo man sie richtig nährt, stärkt und sieht, wir sind eigentlich alle in einem Boot. Was wollen wir? Ein gutes Leben schaffen. Und da haben wir mit diesen vielen tausenden Unternehmen in Österreich, weil es sind um die 300.000 gesamt, wenn man nur 10% nehmen, Bauern haben wir 150.000, also ebenfalls 10%, sind riesige Mengen und da kann man in die Gesellschaft wirken, auch die Jugend, dass man die wieder in die reale Welt holt und sagt, ja, die virtuelle Welt, die darf sein und die hat auch eine gewisse Berechtigung, aber das Leben, das wirkliche Leben spürt sich in der realen Welt ab und dass man sich da auch entsprechend begegnet, wahrnimmt, da in die Augen schauen. Das merke ich bei Jungen oft, die nehmen die gar nicht mehr wahr, die kennen das vielleicht gar nicht mehr. Und da, glaube ich, sind wir alle miteinander gefordert, da vorzuleben und eben ja, ein leuchtendes Beispiel zu sein, oder? Ja, absolut, absolut. Und wenn wir es jetzt ein bisschen auf eine andere Ebene noch bringen, weil das, glaube ich, auch so wichtig ist, wir haben, ich glaube, auch das ganz Riesenthema, vor allem auch im privaten Bereich, wir müssen schauen, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun. Auch das hat letztendlich ja auch Auswirkungen dann wieder auf das gesellschaftliche Leben und auch auf das geschäftliche Leben. Weil wenn ich privat vielleicht mit Energieräubern mich permanent umgebe oder Menschen, die mich dauernd aussaugen, dann habe ich keine Energie und damit kann ich auch keine Performance bringen im geschäftlichen Leben und auch nicht im gesellschaftlichen Leben insgesamt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch da den Mut aufbringt zu sagen, wenn ich mich mit jemandem nicht wohlfühle, dass ich da versuche, den Kontakt zu reduzieren, wenn nicht sogar abzubrechen. Auch wenn das bestimmt nicht leicht ist, weil oft sind ja solche Energieräuber auch in der eigenen Familie zu Gast. Aber letztendlich tut es dem großen Ganzen und einem selbst vor allem gut, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einem wirklich gut tun. Ganz ein wichtiger Impuls noch, Birgit, auch das Nein sagen, das du mal erwähnt hast. Und gerade in der Zeit jetzt, wo viele Menschen, ja, oder Trennung vielleicht, aber es gibt halt unterschiedliche Richtungen. Vertraue dem Leben, lasse ich mich ein auf das Leben und andere, die halt mehr in die Angst gehen. Und ich glaube, da ist auch bei uns, bei Unternehmen, die man auch nicht einladen kann, abholen kann. Das ist einfach so und das wäre vielleicht auch wichtig, dass man halt nicht sagt, ja, ich halte fest, weil man sich was nicht sagen traut, ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Impuls. Birgit, es war ganz, ganz viel dabei. Ich würde es so, ja, es sehr wertig finden. Hättest du abschließend noch einen Impuls, der vielleicht wichtig wäre? Ja, was mir nämlich gerade so eingeschossen ist, weil zum Thema Nein sagen noch, manchmal ist man ja auch irrsinnig schnell im Nein sagen. Ne? Also zum Beispiel gerade bei Kindern, die wollen was und der erste Impuls ist einmal Na. Und dann revidiert man es aber oft und macht sich aber eigentlich damit ein bisschen unglaubwürdig. Ne? Und ich habe da vor kurzem erst einmal einen Satz gehört, den man, glaube ich, trainieren müsste. Und das ist so, wenn man etwas gefragt wird und nicht aus Überzeugung heraus jetzt Nein oder Ja sagen kann oder möchte, dass man einfach sagt, ich muss darüber nachdenken. Und allein dieser Satz, ich muss darüber nachdenken, verschafft einem schon Zeit
Und dann, die Zeit kann sein, eine Minute, fünf Minuten, ein Tag, wie lang auch immer. Ja? Aber dann habe ich die Möglichkeit, über das, was an mich herangetragen wird, wirklich nachzudenken. Und dann kann ich ganz bewusst eine Entscheidung treffen, ob ja oder nein. Ich muss darüber nachdenken. Jetzt habe ich noch einen Impuls, der vielleicht in ein bisschen andere Richtung geht. Das ist darüber nachdenken. Ich habe Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, ja, es ist gerade Ausnahmezustand, in einem Monat ist alles viel, viel besser. Also die Illusion der Zeit, die ich wahrnehme. Also gewisse Unternehmer, die entscheiden, die spüren was und sie tun, weil sie einfach das für wichtig empfinden und richtig. Und andere, die wollen immer, können aber nicht. Also das, die einfach glauben, in der Zukunft ist mehr Raum und das ist eine große Illusion. Es wird eher enger jetzt in der Wirtschaft, weil sich alles erschöpft. Wie könnte man das vermitteln, dass immer der richtige Zeitpunkt eigentlich jetzt ist? Das merke ich bei dir so. Du bist so eine Praktikerin. Wenn du inspiriert bist, dann entscheidest du, dann tust du oder eben sagst, nein, passt nicht. Also diese wirkliche Entscheidung und nicht dieses ewige Aufschieben, das oft sehr, sehr lang geht, das wäre jetzt so wirklich nochmal die letzte Frage, Birgit. Das Ego, das Denken, das spiegelt uns was oder zeigt uns oft was, was richtiger Illusion ist und wie gesagt, wo man nicht ins Tun kommt und immer das Gleiche wiederholt, was man vielleicht eh nicht will. Ich glaube, dass das irrsinnig schwer zu beantworten ist, weil ich nämlich denke, dass es doch eine Typfrage ist tatsächlich. Also Menschen, die gleich ins Tun kommen, die sind so veranlagt und andere, die ewig alles vor sich herschieben, sind, glaube ich, auch so veranlagt. Also ich weiß nicht, ob man da mit Hilfswerkzeugen oder Tools oder vielleicht kann man das in Workshops lernen, vielleicht ein bisschen, aber so grundsätzlich glaube ich, ist es eine Veranlagungssache. Und das heißt im Übrigen ja auch nicht, dass die, die sich rasch entscheiden können, dass die immer auf dem richtigen Weg sind, weil das ist manchmal zu impulsiv. Und auch das kann eigentlich in die falsche Richtung gehen. Und vielleicht ist es doch dieser Satz, ich muss darüber nachdenken, egal in welche Richtung jetzt es dann geht, ja, dass man einfach ein bisschen sich Zeit nimmt. Das muss ja nicht ein Monat oder ein Jahr sein oder ein ganzes Leben. Aber die Fürs und Wider abwägen. Ich bin zum Beispiel ein irrsinniger Fan von Pro- und Kontralisten. Also habe ich erst unlängst zu meiner Tochter gesagt, dass sie brauchte eine Entscheidung und ich selber hätte keine gewusst. Also ich habe so viele Punkte gehabt, die dafür gesprochen hätten und dagegen. Und ich habe zu ihr dann gesagt, mach dir eine Pro- und Kontraliste und dann schau, wo steht's mehr. Und wenn diese Dinge auf der oder der Seite sind, die dir wichtig sind, da geht es ja auch gar nicht um die Quantität, aber um die Qualität auch, dann entscheidet sich so oder so. Na schön, das ist wieder die Balance bei dir, so beide Dinge, männlich-weiblich und eben auch da, dass es immer zwei Richtungen gibt und der Raum offen sein, der Freiheit wichtig ist. Birgit, vielen, vielen Dank und ja, gehen wir in eine gute Zukunft. Also ich glaube, wir sind beide positiv, dass wir da in ein tieferes Menschsein gehen. Unbedingt. Lieber Georg, vielen herzlichen Dank und auch dir und deiner Bewegung alles, alles Gute.